zwei Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Haran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Haran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Haran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest: Harans Tage sind gezählt. Hallo, willkommen zu Dying Light. Speichern. Ja, herzlich willkommen zu Dying Light, einem Third-Person-Survival-Horror- Shooter, ja. Ähnlich wie Dead Island. Sehr ähnlich wie Dead Island. Mit Elementen von Assassin's Creed, war mein Eindruck vom Trailer. Ja, man kann klettern und so und alles schön. Ja, das schauen wir uns heute an. Vorweg, ihr habt ja mein Zombie-Video wahrscheinlich eventuell gesehen, wo wir uns als Zombies geschminkt wurden von Maskenbildern und dann durch Berlin gerannt sind. Wenn nicht, Link in der Beschreibung. Das war alles in der Promo-Aktion für dieses Spiel. Das Spiel ist allerdings jetzt seit neuesten Infos, wird es in Deutschland nicht verkauft werden, da es zu brutal ist. Ja, ich starte jetzt einfach hier schon mal, während ich weiter erzähle. Was wollte ich noch erzählen? Ah ja, heute kommt ja, ich habe ja schon mal wegen den Settings, ne, da ist aber noch nichts, bin absolut nicht gespoilert. Heute kommt ja kein Gothic an dieser Stelle. Es kam nämlich gestern. Ich habe das vertauscht. Eigentlich sollte dieses Video Sonntag kommen. Ist aber egal. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Nur zur Erklärung. Go. Hat aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRI die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRI erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen: Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRI-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole, finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Siehst du, das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Stopp! Lärm zieht sie an. Rückzug! Rückzug! Thank you.
Komm, wir müssen los! Er muss runter von der Straße. Mach die Tür auf! Tower, hier Jade. Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist, ist Amir verletzt? Nein, Amir ist tot. Aber ich bringe euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Die Stadt Harran. Finden Sie Suleiman, wie auch immer, und fangen Sie das Dokument ab. Der in dem Dokument beschriebene Ablauf ist nur unvollständig, eine Implementierung in seiner gegenwärtigen Form toxisch. Jeglicher Versuch, ihn anzuwenden, würde im Verlust unzähliger Leben resultieren. Das Dokument muss geborgen werden. Alter, dieses Spiel fängt richtig gut an. Erstmal war es so, what the fuck, die Grafik? Aber okay, zur Situation. Es ist nur eine Stadt infiziert, nicht die Welt. Das ist neu. Und es ist isoliert von der Außenwelt. Und es gibt ein paar Parteien, die da Pläne jetzt haben. Und wir sind anscheinend vom Militär oder irgendein Special-Einsatzkommando und sollen irgendeinen Terroristen, der mit einem eventuellen Heilmittel, was aber toxisch ist, weil es irgendwie noch nicht fertig ist, da richtig krass auf die Kacke hauen kann. So viel zur Situation, glaube ich. Okay, wir machen weiter. Kneif du ihn! Du hast Angst! Hab ich nicht! Dann kneif ihn! Er blinzelt! Was? Da! Schon wieder! Was, wenn er ein Zombie ist? Ah! Zombie! Lauf! Junge, so schlimm sehen meine Augenringe heute gar nicht aus. Ja, so schon. So, wo sind wir? Wir wurden gerettet von irgendeinem... Von Scheiße, mein Kopf. Also erstmal, Leute. Die Grafik. Ich werde dieses Video in einer sehr hohen Bitrate uploaden. Damit ihr in vollen Genuss kommt von diesem Grafik-Gaumenschmaus. Okay, wir sind anscheinend irgendwo untergekommen. Mal schauen, ich bin gespannt. Moin! Hallo? Oh, hier ist eine Küche. Guck mal, wie viel Uhr haben wir? 9.49 Uhr. Crazy. Alter Schwede. Okay, ich will unbedingt raus und Zombies töten. Ich habe Dead Island sehr viel gespielt gehabt. Ich habe damals für Dead Island... Du schläfst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Im Paradies. Siehst du doch. Oh. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich dort. Was soll das heißen, 31? Frag den Boss. Frag den Boss, Luigi. Der war eher Russe, ne? Wladimir, frage Boss. Haben Wodka für dich. Ja, hier sieht's echt gut aus hier. Paradies würde ich anders... 30. Das ist deine Nummer. Danke. Danke. Hier ist 18, ne? Seine Nummer, ja, der ist ein bisschen schwieriger Fall. Der Nummer 18. So, hi. Salma. Wie bitte? Deine Nummer. Du bist der 31. Infizierte. Ich bin der 18. Hier wird alles gezählt. Eine Dosis Antizin weniger. Ein Infizierter mehr. Ein Kurier weniger.
Ach, die hat mich gerettet, oder? Hat die mich... Nee. Aber anscheinend, wenn man... Ich wurde ja gebissen. Aber entgegengesetzt zu anderen Spielen, wo man dann innerhalb von einer sehr schnellen Zeit... Kannst du mal aufhören? Hallo? Ja, danke. Im Gegensatz... Hey! Hallo! Komm her, du. Ey! 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 Gut. Im Gegensatz zu anderen Spielen... Es gibt Kuriere und Infizierte. Ich, es sind so viele Eindrücke. Moin. Ach, der Amir ist gestorben für mich, ne? Und die sind sauer. Hi, Leute. Hey, ich bin der Neue. Hier schnarcht wer? Ach, du. Der sieht aus wie Simon Kretschmer. Hallo, Simon. Ja, anscheinend, wenn man infiziert ist... Komm mir nicht so nah. Ist man nicht direkt Zombie. Ach, guckt euch das mal an. Schön. Schön habt das hier, Leute. Hallo, Derek. Hey, wo ist Raum 190? Oben. Oh ja. Danke. Oben. So, ist hier noch irgendwas? Es gibt aber nicht so viel zum... Einer nach dem anderen. Jetzt sei mal ruhig dahin. Es gibt nicht so viel zum Interagieren, habe ich den Eindruck. Vielleicht noch nicht. Wir werden dieses Spiel jetzt einmal ein paar... Ja, eine Zeit lang zocken. Heute. Und wenn ihr Bock auf mehr habt... Dann schreibt das mal. Dann kann ich vielleicht nächstes Wochenende davon mal mehr bringen, weil es sieht übel krass gut aus. Und ich stehe übel auf so eine Spiele. Wie gesagt, Dead Island bis zum Erbrechen. Hallo, Zafa. Ich suche nach dem Boss. Ist er dort drin? Oh, du bist 31. Geh rein. Bisschen awkward, der Typ. Headquarters. Ah, schön. Aber ich gucke mir erstmal nochmal ein bisschen um. Okay, nee, ich gehe erstmal rein. Hallo, Boss. Man kann das auch übrigens, es gibt auch Multiplayer, ne? Und Koop und alles. Also genauso wie, oder sogar mehr, als wie bei Dead Island. Boss? Wladimir, hab ein Wort für mich. Oh, schön. Be quiet or you'll buy it. Okay, okay. Ja. A good zombie is a dead zombie. Alter, Benjamin Blümchen, was machst du da? Oh, hier ist er, was? Die Reichweite ist Mist. Ich komme nicht zum Markt durch. Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich... Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl... Eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat es übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wiederhaben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut, hier. Danke. Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey, das ist unfair. Den Stuhl hatte ich früher. Hey, Boss. Da stecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock. Könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Jetzt drück mal nicht... Ich bin der Boss. Bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Bracken hat ja das Sagen. Jung. Jetzt drück mir ja nicht so auf die Tränendrüse, Alter. Was ist denn los mit dir? Aber schaut euch das mal an, Leute. Alter Vater, ey. So müsste DayZ aussehen, das Standalone. Stellt euch das mal vor, ey. Kann sogar die Blätter wackeln. Ist das schön. Alter, es geht gerade. Alter. Es könnte sein, dass... ich das auf jeden Fall nächstes Wochenende nochmal bringe.
Alter, ich bin gerade übel angetan. Übel angetan. Jetzt muss nur das Spiel gut sein. Guck mal hier, schöne Küche. Ach so, wie ist das? Mission irgendwie? Nein, ja. Quests, nee, ja. Ach so, Maus. Erwachen. Ich habe den Boss noch nicht getroffen. Okay. Er war nicht der Boss. Der hat sich nur aufgespielt. Ich habe mich angesteckt. Scheiße, okay, ich muss mich konzentrieren, ich rede. Aber was ist denn dieses Antizin oder wie das heißt? Okay, ich gehe einfach mal weiter, ne? Hier geht's nicht weiter, okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Ich bin nicht faul. Ja, ja, ist ja gut. Der hat nur gelabert, Junge. Begeben Sie sich in den 13. Stock und suchen Sie nach verschollenen Überlebenden. Okay. Sind wir höher oder tiefer als der 13. Stock? Headquarters. Achso. Alter, Leute, ey. Moin! Na? Oh, schön am Kiefen hier. Und du? Du bist der Doktor? Wo geht's denn? Achso. Oh, einkaufen wart ihr auch. Zum 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Kommt der mit? 13. Stock ist anscheinend kacke, ja? Okay. Achso. Ja. Komm mit. Nein? Tschüss. Hier sind ja einige draufgegangen. Oh. Nein, guck da nicht rein. Ja. Das sieht nicht gut aus. Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Ach, Da wäre noch was ich... Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Oder? Hilfe! Bitte! Ach, Antizin ist ein tolles Mittel, ja? Oh, jetzt geht's ab. Habe ich eine Taschenlampe? Natürlich nicht. Aber ich habe jetzt Leben. Okay. Also wir sind infiziert, aber es gibt anscheinend irgendwas, um das aufzuhalten. Das nennt sich Antizin. Vielleicht bin ich auch gerade voll die Möwe. Und habe keine Ahnung, was Antizin ist, obwohl man das eigentlich... Alter, ich sehe gar nichts. Hallo? Ist hier wer? Boah, Junge. Zack! Kann man den so, Oh, das hat Haltbarkeit. Das sollte ich nicht machen. Oh, nee, doch nicht. Das war meine Ausdauer. Also, ich sag mal so. Ich habe Dead Island gespielt. Dead Island 2. Sehr viel. Nee, Dead Island. Nicht Dead Island 2. Ich, bin dafür extra nach England gefahren, um mir das zu kaufen. Also nicht nur extra, aber wir haben da eine Schulfahrt hingemacht. Und das hat sich angeboten. Mann, alles in Ordnung? Hab mir den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott. Du musstest ihn töten, nicht? Verdammt. Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig. Alles wird gut. Ich hole Hilfe. Rahim, hier Crane. Bin im 13. Stock. Hör mal, dein Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Wurde er gebissen? Scheiße. 31? Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Ah, unten, alles klar. Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Okay. Also wir waren noch weiter oben, alles klar. Kümmern Sie sich um Mark. Hi, Mark. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück. Okay, alles klar. Alles klar. Alles klar. So. Ich brauche Verband und Alkohol. Wow. Press Tab to use Survivor Sense and... Was?
Was macht das? Oh, da ist was. Ah! Es geht nicht auf. Was ist das, Tab? Ach, das deckt so Sachen auf. Klebeband. Heißt das, man kann hier auch Waffen basteln, wie bei Dead Rising? Hier irgendwas Tolles? Was ist das hier? Und was war X? Ah, Taschenlampe. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, ich habe keine Ahnung, was hier jetzt Tab soll. Und warum hier eine Planke ist. Ach nee, das ist eine Tür, lol. Okay, dieser Raum ist anscheinend... Oh, ich bin blind, alles klar. Metallteile. Alter, dich. Es macht alles bisher einen verdammt guten Eindruck. So, da lang. Hallo? Klebeband. Hallo? Alter, Leute. Schade, dass das denn... Warum ist jetzt so spannende Musik? Alkohol, sehr schön. Sehr schön. Das zeigt einfach nur, wo Sachen liegen, oder was? Ach so, okay. Und auf der Minimap wird dann der Raum abgecheckt. Nägel? Alter. Hallo? Hä? Wieso kann ich da nicht durch? Nee, ich will das da hauen. Alter, auf der anderen Seite hat einer... Hallo? Irgendwo ist hier einer. Hallo? Jetzt brauche ich noch Verband, ne? Nägel. Ich habe Alkohol. Ich habe Alkohol. Das ist schon mal das Wichtigste in der Zombie-Apokalypse. Und wann kommt die Lena endlich? Scheiße, ich brauche Verbände. Habe ich es übersehen? Ich habe es wahrscheinlich... Oh, hier geht's noch rein. Hallo? Shit, 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 shit. Okay, es ist auch wirklich ein bisschen gruselig. Aber vielleicht wird das auch noch. Ist hier Verband drin? Blechdose. Ich weiß gar nicht, wie das elektronisches Bauteil... Bauteil. Nennt man auch Nokia. Dann haben wir jetzt schon mal eine gute Rüstung. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist mit Jumpscares oder so. Ist das... Oh, das sieht nach Verbänden aus. Okay, Müll. Das ist alles, was Mark braucht. Versuchen wir es. Müll? Ach, war das... Hä? I für Entwürfelmenü? Hat das... Habe ich unendlich Akku? Rechts unten auf jeden Fall Anzeige, wie die Haltbarkeit ist, oder? Medikit enthält alles, was über Alkohol. Achso, ja. Mull. Mull. Ich glaube, Mull. Egal. Anfertigen. Enter. Geil. Sehr schön. Wo ist meine Waffe? Wo ist meine Waffe? Wo ist meine Waffe jetzt hin? Warum steckst du die ein? Warum steckst du die ein, die Waffe? Jetzt ist er tot. Passt auf. Ach, der liegt da noch, sehr schön. So, Junge, komm her, guck, richtig schöner Verband. Oh, der wurde gebissen. Ah. Er ist verletzt. Er blutet ziemlich stark. Lassen Sie mich sehen. Aha, Mull und Alkohol, primitiv, aber okay. Okay, danke, ich übernehme das jetzt. Bitte, ne, kein Ding. Oh, wer bist du? Ja, jetzt habe ich EP bekommen. Gut gemacht, 31. Stille Wasser sind tief. Was soll denn das heißen, hä? Hä? Okay. Sprechen Sie mit Rahim. Also wieder hoch. Nicht schlecht. Vielleicht habe ich dich ja falsch eingeschätzt. Ich will meine Waffe wieder. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Toll. Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. Ja, cool. Bin ich dabei. Ich will, dass es jetzt abgeht, Leute. Ich will vom Spiel mehr zeigen. Beziehungsweise, ich will es auch selber tun. Wir haben bisher nur einem Zombie gegen den Kopf gehauen. Was hast du gemacht, als die ganze Sache losging? Ja, ein bisschen gezockt hier, ne?
Dying Light heißt das. So. Oh. Okay, ist erledigt. War ein Kinderspiel. Sonst noch was? Tja, mal überlegen. Rahim, du bist schlau genug, um gefährlich zu sein, weißt du? Omar hat mir von deinem Plan fürs Nest erzählt. Sprengsätze. Echt jetzt? Wie? Sprengstoff? Ach, hab ich nie gesagt. Du warst noch nie ein besonders guter Lügner. Ich weiß, was ich tue. Ja? Hältst dich wohl für unsterblich? Du bist nicht meine Mutter. Nein, Mutter ist tot. Also sei besser ein bisschen netter zu mir. Ist das die Schwester? Außer mir hast du keine Familie, gerade jetzt, wo Amir uns auch noch verlassen hat. Du bist Jade, ja? Genau. Ich wollte mich nur bei dir bedanken und dir sagen, wie leid mir die ganze Geschichte tut. Ich verdanke dir und Amir mein Leben. Ja, genau. Du willst dich revanchieren? Sorg dafür, dass mein Idiot von Bruder nicht drauf geht. Kein Sprengstoff, Rahim. Was? Ja, Rahim. Kein Sprengstoff! Kein Sprengstoff! So. So, reicht das? Kann ich jetzt mit Bracken sprechen? Zieh dich erstmal um. Neue Klamotten sind in deinem Zimmer. Nummer 194. Was ist mit meinen Sachen? Für Brackens Mission brauchst du was Passenderes. Sag Bescheid, wenn du dich umgezogen hast. Wer waren eigentlich die Typen am Anfang, die mich verprügeln wollten, wo ich gelandet bin? Das waren irgendwelche Banditen, wa? Oh, 194. Hier lang. Hallo, ich brauche neue Klamotten. Schön. Oh, ich habe sogar ein eigenes Bad. Oh, ohne Spiegel. Toll. Toll! Gib dir hier mal das Scheißzimmer, hä? Oh, aber ein wirklich schönes Handtuch. Ja. Ja, und, das ist auch interessant. Washing Powder, ja. With natural softening minerals. Hm, das Gute also. Oh, schön, schön. Dusche habe ich nicht. Ja, ihr seid toll. Ihr seid toll. Wer bist du? Was machst du in meinem Zimmer? Ist das nicht mein Zimmer? Ach so. Ah, das ist mein Zimmer. Hm, ja, 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 ja. Ja, ohne Tür. Toll, ihr seid scheiße, wisst ihr das? Hier, du. Hast du gehört? Du bist scheiße. So, hier ist was. Meine Spieler. Mein Spielerversteck. Ja, da drin verstecke ich mich immer. Das ist ihr Versteck. Hier können sie sich umziehen und Dinge lagern. Ich stelle mir gerade so vor, ich lege mich da so rein. Hallo. Wenn Sie als Überlebender höhere Ränge erreichen, erhalten Sie Zugang zu neuen Outfits. Gehen Sie jetzt zum Reiter Outfits und ziehen Sie frische Kleidung an, um fortzufahren. Cool. Also es gibt ein Levelsystem. Erhalten. Gedrückt halten. Frische Kleidung. Ach, so sehe ich aus. Cool. Ja. Ja, schön. So, jetzt habe ich mich genug versteckt. Wo finde ich Bracken? Nicht so schnell, Mann. Wenn du hier bleiben willst, müssen wir sehen, ob du das Zeug dazu hast. Los, ab zum Fitnessbereich. Fitnessbereich? Was soll denn das heißen? Ernsthaft? Ganz oben. Bloß ein paar Treppen hoch. Alter, ich will da raus. Nicht hier Fitnessbereich, ey. Wo sind wir denn? Hä? Ich muss hier die Treppe hoch, wa? Alter, wie geil das alles gemacht ist, ey. Gar nicht. Okay, ich muss noch weiter hoch. Ach, treffen Sie rein auf dem Dach des Turms. Hallo, na? Ja, dann nicht. So, hier ist das Dach. Crazy. Rahim, ich sehe dich nicht. Wo steckst du? Ich stehe so hart auf so eine Spiele. LOL. Ey, das war gefährlich. Was? Das meinte ich mit Assassin's Creed Elementen. Wie geil ist dieses Spiel? Oh mein Gott. Oh, das habe ich jetzt gegen den Kopf bekommen. Kann ich hier springen? Ah, das könnte wehtun. So, warte hier, pass mal auf. Oh Gott. Oh Gott.
Ja, ich habe noch nicht den Dreh raus, aber wird. Nein. Okay, ich kann nicht richtig krass hochspringen anscheinend. Aber ich würde so gern. Ernsthaft. Nee, okay, hier ist nicht. Alles klar, dann gehe ich einfach hier. Alter, geil. Ich wollte jetzt nur mal ein bisschen ausprobieren, deswegen. Geil. Solltest dich ja wie zu Hause fühlen. Crane auf dem Kran. Ja, lol. Das war lol. Hä, wie soll ich da hoch? Was? Ja, wir können. Oh. Okay, ich muss echt den Dreh raus. Alter Vater, ey. Wow. Ich muss. Wow. Ich könnte einen Fallschirm gebrauchen. Alter, der Sound, Leute. Ich renn mal. Ist eine gute Idee. Hoppa! Oh, geil! Ich bin da hochgesprungen! Oh. Jetzt habe ich mich so gefreut, dass die Tränen kommen. So, hallo Rahim. Oh, ist das dein Vater? Alter, voll der Boxer. Moin. Willkommen im Fitnessbereich. Zuallererst musst du lernen zu rennen. Ich dachte schon, ich muss jetzt aufs Laufband, Alter. Mach einfach, was ich sage, ja? Okay. Jetzt spring da runter. Bist du verrückt? Das wäre Selbstmord. Sei kein Feigling. Was? Spinnst du? Das meinst du doch nicht ernst. Schau zu. Was? Hey, wir können doch mal drüber reden. Rahim! Mein Bein. Rühr dich nicht! Ich hol Hilfe! Ha, du bist drauf reingefallen. Du blöder Arsch. Was? Verstehst du keinen Spaß? Los! Jetzt mach, dass du hier runterkommst. Ich bin verwirrt. Wie kann man das überleben? Ist das... Ja, das ist jetzt hier wie bei Assassin's Creed, der hier, ne? Hui! Okay. Wow! Scheiße! Scheiße! Ach, hier sind Müllsäcke. Adrenalin pur, was? Aber das war noch lange nicht alles. Es kommt noch mehr. Um zu überleben, musst du das Gelände ausnutzen. Die meisten Fresser können nicht klettern, also je schwieriger das Terrain, desto besser für dich. Ich habe ein paar typische Situationen vorbereitet. Mal sehen, wie du dich schlägst. Alter, geile Scheiße. Hallo? Ich bin jetzt voll der Parkour-Boy. Manchmal ist es besser, durch die niedrigen Enggänge zu kriechen. Da können die Fresser nur schwer folgen. Hey, ja, ich hab... Oh, lol, ich hab was geschrieben. Ja, das wollte ich sagen. So. Ja, cool. Ach, hier hoch, ja. Hä? Ab beim Springen nochmal Space oder was? Ah, verstehe. Zweimal. So, was haben wir hier? Alter. Nicht langsamer werden, während du läufst. Okay. Bleibst du draußen stehen, bist du tot. Oh! Nicht schlecht! Ne? Ich bin Neuling. Ja, ja. Wenigstens werde ich gut dafür bezahlt. Oh Gott. Oh! No! Oh. Okay, dann, ich werde Sieger sein. Alter, ey, das ist echt voll der Parkour. Kennt ihr Parkour? Das ist so eine, ich sag mal, nicht wirklich Sportart. Wow. So. Ja, doch, eigentlich ist es schon eine Sportart, aber irgendwie so Underdog-mäßig. Ach so. Ah, okay. Warum schreibe ich die ganze Zeit was? Mit welcher Taste? Okay. Ja, es ist echt wie bei Assassin's Creed, ne? Das meinte ich. Also. Okay. Ah! Oh Gott. Und hoch, Leute. Oh! Oh! Und nach da. Alter, ist das eine geile Scheiße. Oh Gott. Alles, was du findest.
Hä? Ach, da. Nicht? Okay, ja, ich soll das jetzt selber herausfinden alles, ja? Ich weiß schon. Crazy. Jetzt hier, zieht euch das rein. Kann ich mich hier nicht hochstemmen und da drauf gehen oder so? Nee. Bestehen Sie den Parcours-Test. Erwachen. Ist ja alles noch Tutorial, sag ich mal. Ich glaube, das Spiel wird sowas von geil. Jetzt auf die andere Seite? Ah, okay. Ja. Okay. Oh Gott. Okay, das reicht. Du bist ja ein echtes Naturtalent, Mann. Oder hast du das schon mal gemacht? Hast du? Nö. Abgesehen vom Sportunterricht in der Schule. In dem Fall bist du ein echtes Genie. Alter, warum schreibe ich immer? An alle. Ja, wie gesagt, es gibt auch Koop und Multiplayer. Ah, hier, Erfahrung, toll. So, und jetzt? Achso, hier. Alter, das Spiel ist genau das, worauf ich stehe. Ohne Scheiß, Leute. Ohne Scheiß. So. Und wieder rüber. Wow. Fuck. Ah, nicht Zombie werden. Ah, ich muss rüber. Wow. Scheiße. Du hast bestimmt deinen ersten Anfall. Komm hier hin zurück. Oh fuck. Erster Anfall? Oh Gott. Oh Gott. Wo muss ich lang? Hier, ja. Oh! Ah! Okay, war doch nicht schlimm. Gut. So. 5 Leben nur. Stell dich nicht so an. Ach, da bist du ja. Hi, ne? Ich hab meinen ersten Anfall, Rahim. Rahim, was zum Geier war das? Heißt das, ich verwandle mich? Ich glaube nicht. Diese Anfälle sind eine Folge der Infektion. Du solltest aber bei Dr. Zara vorbeigehen. Er wird dich untersuchen und dir wohl Antizin spritzen. Scheiße, das tut weh. Ehe du zu Zara gehst, solltest du mit dem Quartiermeister reden. Der staffiert dich neu aus, damit sie dir draußen nicht die Rübe abbeißen. Ah, cool. Equipment. Nice. Cool. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute erstmal. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt das. Also ich persönlich, auch wenn ihr sagt, was ich eigentlich nicht glauben kann. Nee, ich spiele mal was anderes nächstes Wochenende. Dann springe ich hier jetzt runter. Nein. Dann würde ich das privat voll krass zocken, glaube ich, falls ich Zeit finde. Alter, ist das eine geile Schnitte von PC-Game. Ja, Leute. Lasst eine Bewertung da, schreibt mir, wie ihr das findet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein!